Ja, also wieder bei Pokémon XD. Der dunkle Sturm. Oh yeah. Beim letzten Mal haben wir viel Glück gehabt bei den Kampf-CDs. So gerade hier diese Latios und Latias-Sache ohne Seeltau. Das war ja auch mies. Okay, und hier sind noch zwei legendäre Pokémon. Heißt, Jan darf jetzt die letzten beiden Kampf-CDs machen. Guck mal, da ist unser Groudon, was wir vermisst haben. Weißt du, wir so, ja, die letzten beiden Kampf-CDs. Was zur Hölle? Ein Solarstrahl, ja. Okay. Schlafpude. Delegator Schutzschild. Mogelhieb. Explosion? Mit dem Schutzschild. Was? Macht er jetzt erst Mogelhieb oder macht er direkt Explosion? Also, was ist das denn für ein Matchup? Vor allem, wie sind die Level? Die ist voll fair. Okay. Die Sache ist, wenn wir den Umkehrkampf nachher machen. Wenn es wirklich ein Umkehrkampf ist. Nee, das ist nicht ein ganz anderer Kampf einfach. Ja, das kann doch nicht sein, ne? Dass wir dann wirklich auch plötzlich Groudon haben. Als ob? Als ob das Spiel so nett ist. Das ist interessant. Aber ich meine, es sind die letzten beiden Kampf-CDs. Also erwarte ich auch schwere Kämpfe und epische Kämpfe. Mhm. Und ich hoffe, sie werden nicht glücksbasierend. Mhm. Und dann wirklich einfach, du musst halt echt nachdenken. Und Corbin besiegen. Ja. Dass du dich wirklich hinsetzen musst und dir eine Strategie überlegen musst. Weil es ist höchstwahrscheinlich möglich. Und es ist ja irgendwie auch cool, mit den beiden Pokémon dann wirklich ein Legi in die Knie zu zwingen. Ja. Von daher gesehen. Und ich finde es nett, dass die Growler noch eingebaut haben. Dass es nicht so einsam und verlassen in der Ecke schmollt. Hm. Bin ich mal gespannt. Also ich habe da schon so eine kleine Strategie im Kopf. Ich weiß nur nicht, ob es funktionieren wird. Mhm. Ich weiß gar nicht. Also Ninias ist vermutlich schneller, aber Papunga habe ich keine Ahnung. Ja gut, das Sonnenlicht ist natürlich für den Solarstrahl nett. Und fürs Chlorophyll. Ja. Aber, da ich auf ein Mogelieb plädiere als allererstes, wahrscheinlich auf Papunga, gehen wir erstmal auf Schutzschild. Dann kann man nämlich auch gucken, was Groudon dazu macht. Ja, kannst gerne Erdbeben machen oder so. Na? Macht wirklich auf den Jask, aber. Eine Antikraft. Auf Papunga. Mhm. Wobei, wir haben ja im letzten Kampf zu dir festgestellt, dass die scheinbar kein festes Muster haben. Ja, dann Solarstrahl auf Groudon und Silberhauch auf Tengulist. Meine Pokémon sollten schneller sein, dank Chlorophyll. Ja. Das macht doch guten Schaden. Die Sache ist, wie viel überlebt man gleich? Das weiß ich nicht. Aber Groudon sieht echt schön aus, finde ich. So, Rip Tengulist vielleicht sogar schon? Weiß ich nicht. Da es doppelt effektiv ist. Oh ja, sehr schön. Nee, aber ich finde, Groudon sieht hier in XD echt stylisch aus. Mhm. Und Rip? Wer darf draufgehen? Papunga. Mhm. Ha. Die Sache ist, kann Ninjas das jetzt noch schaffen? Das weiß ich nicht. Wo ist Ninjas überhaupt? Man hat es gerade bei dem Kameraschwenk gar nicht gesehen. Wobei, ich könnte ihn ausdollen, seine Dinger. Wobei, da. Was konnte er für Attacken? Oh, er kann Frustration, nevermind. Ja, das konnte er auch. Ich dachte, vielleicht kann er nur Erdbeben und Antikraft, aber nee, dann ist es egal. Dann muss man es irgendwie schaffen, dass Papunga überlebt. Wie? Ja. Dann hau ich einfach mal ein Silberhauch drauf und gucke, wie viel Schaden das macht. Also Silberhauch auf Tengulist? Auf jeden Fall. Ah! Aber Groudon kriegen wir so nicht platt. Nein. Er rippt mich doch mit einer Frustration, oder? Vor allem, wenn er mich krittet. Wahrscheinlich hätte er dich auch so gerippt. Wahrscheinlich, ja. Es war ein sehr frustriertes Groudon. Ja! Diese Kameraperspektive. Joa. Ha. Die Sache ist, der Mogelhieb ging auf Ninjask und die andere Attacke auf Papunga, ne? Mhm. Heißt, du kannst ja noch nicht mal sagen, hey, ich brauche in der ersten Runde kein Schutzschild auf Papunga zu machen, weil brauchst du. Beziehungsweise. Du kriegst halt so oder so die Antikraft vor die Birne. Ja. Sobald du deinen Solarstrahl machst. Ja. Da führt halt kein Weg dran vorbei. So ein Spotlight wäre geil von Ninjask. Es hat keine Finger dafür. Verdammt. Daran scheitert es. So, vielleicht ist es irgendwas anderes, mit dem es das machen könnte. Muss ich mir gleich mal angucken. Das Lache ist leider, Silberhauch ist schon die stärkste Attacke, die es machen kann. Ja. Weil Spukball ist ohne Step dadurch schwächer. Silberhauch ist ja auch keine schlechte Attacke, aber es hat so kleine Fingerchen. Wenn du nochmal hinguckst, es könnte schon Spotlight machen. Nützt dir Schlafpuder.
Erstmal Schutzschild, damit auch Ninjas auf jeden Fall schneller ist. Da ist ja... Da Tengulis, glaube ich, auch ein Chlorophyll hat. Die Sache ist, wäre es vielleicht schlau, in der ersten Runde mit Ninjas Schutzschild zu machen, um halt den Mogelhieb abzuwehren? Hätte jetzt übrigens in der anderen, auf ein anderes Pokémon gemacht. Okay. Dann hätte ich nämlich gesagt, das und Papunga direkt Schlafpuder auf Groudon. Ich meine, in der zweiten Runde. Oh. Einfach nur, damit der Mogelhieb nicht kommt. Oh. Eigentlich muss ich jetzt nur noch Glück haben, dass er nicht sofort aufwacht. Ja. Sieht ein bisschen gequält aus. Ich will nicht schlafen. Och, Mann, oh. So, tschüss, Tengulis wieder mal. Ja. Das ist aber auch so random, also dass wir einfach so Pokémon haben, okay. Aber dass du für Groudon quasi Tengulis als Partner hast. Hm. Kommt da nochmal Kyogre beim letzten? Maybe. Könnte ich mir halt vorstellen. So, Solarstrahl und Silberhauch. Weil ich wüsste nicht, warum jetzt plötzlich... Irgendwie, wir hatten Kyogre schon, aber wir haben ja auch so ein paar Lilies doppelt gehabt. Mhm. Deswegen, ich denke, wenn es hier um Dürre geht, haben wir vielleicht gleich noch einen Regentanz. Nice! Tag. Erstmal den Boost abgestaubt. Ja. Ich glaube, selbst wenn er jetzt aufwacht, haben wir es trotzdem gewonnen. Papunga ist übrigens sehr niedlich. Weil das... Ja. Okay, ich glaube, das ist die Taktik. Du musst echt auf das Schlafpuder hoffen. Es ist irgendwie nicht schwer. Nein. Eigentlich. Weil, ob, egal ob ich jetzt den Boost hätte oder nicht, ich mache um die 30 KP Schaden mit dem Silberhauch. Was ja, hat Praktibert? Schlafpuder first. Hä? Was denn? Beachte das Timing von Tengulists Explosion. Heißt, das Ding explodiert irgendwann. Du kommst jetzt gar nicht! Vielleicht in der zweiten Runde und schadet dann Groudon ziemlich hart. Könnte doch sein, dass er in der zweiten Runde direkt explodiert. Das hat auch gut funktioniert! Ja, aber scheinbar soll das Ding explodieren! Am Arsch! Okay. TM11. Lass mich raten, Sonntag? Hast du bestimmt noch Regentanz. Dann würde ich mal ganz stark auf Kyogre tippen bei der letzten. Hype! Morlott. Erdbeben, Kaskade, Amnesie, Schutzschild, aha. Donner, Hydropumpe, Konfusstrahl, Schutzschild, aha. Donner. Hydropumpe, Feuer, Odem, Eisstrahl, Schutzschild. Hydropumpe, Donner, Eisstrahl, Schutzschild. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Jo. Okay. Die Sache ist, alle haben Schutzschild. Ja. Du hast sicher einen H2O-Absorber oder sowas. Beide? Ja, den Volt-Absorber wahrscheinlich eher. Hm. Also bin ich aber immun gegen Elektroattacken, wenn beide Voltabsorber haben. Das heißt, er wird euch Hydropumpe Eisstrahl machen. Dann mache ich mal ein Erdbeben und ein Schutzschild. Ja. Guck einfach mal. Einfach mal ausprobieren. Aber ich finde das echt cool, dass man anfangs so ein paar simple Kampf-CDs hat, dann auch mal ein paar Thementeams, ein paar Fun-Teams und dann Legis. Ja, also ich sag mal so, die Anfänge waren wirklich so, es basiert auf einer bestimmten Mechanik, ja, die du rausfinden musst. Und das wurde immer mehr erweitert mit, ja, mehr Pokémon. Genau, das waren so die ersten 30, glaube ich. Ja, weil du hast halt echt irgendwann mehr Pokémon gehabt, mehr Attacken, die dich auch so ein bisschen gebaitet haben, von wegen, mach doch lieber das. Und mehr Runden und dies und das, also du hast einfach sehr viel mehr Möglichkeiten gehabt, ja, daneben zu liegen. Wie gesagt, das waren so die ersten 30, dann kamen so ein paar Kampf-CDs, so ein bisschen Fun-Matches, wie das mit dem Metronom und so. Mhm. Dann kamen die Vor- die Hin- und Rückkämpfe, ja, als Herausforderung und jetzt halt legendäre Aufgaben. Also ich finde, die Rückkämpfe waren teilweise ein bisschen doof, ja, aber ansonsten fand ich alles cool. So, kann ich jetzt mal auf die Fähigkeit gucken? Zauberabsorber und Voltabsorber, jo. Also ich bin doch sehr froh, dass wir die gemacht haben. Mhm. Und ich bin auch eigentlich ganz froh, dass wir die am Stelle vom Duellberg gemacht haben. Klar, der ist auch cool mit den Kämpfen, aber wir hätten halt auch gar nicht alle machen können, weil die gehen bis Level 70 hoch. Wir hätten halt sehr viel, also ich glaube ganz ehrlich, die ersten 5 Areale hätten wir machen können in der Hauptgeschichte, alle anderen erst später. Das wäre also auch sehr viel auf einmal gewesen. Hm, gehen direkt weiter auf Morlord. Okay. Überlebt er leider nicht. Gut zu wissen. Da kann ich nochmal neu starten. Also ich glaube, Duellberg wäre auch cool gewesen. Wir hätten bestimmt auch einige schöne Themen gehabt. Aber da wir das ja in Kolosseum schon komplett gemacht haben. Guck mal, was die hier machen. Hydropumpe. Finde ich es eigentlich cool, dass wir hier ein bisschen Abwechslung eingebaut haben. Das weh. Naja, so im Regen. Ja. Und die tut wahrscheinlich sogar noch mehr weh. Besiegt die mich? Ja. Ja.
Also zwei Eisstrahle reichen für Morlord und zwei Hydropumpen reichen für Landtouren. Haben wir das schon mal festgestellt? Ja. Frage ist, wen besiege ich zuerst? Wen schaffe ich es überhaupt zuerst zu besiegen? Das ist so die Sache. Ich glaube, Kyogre ist natürlich gefährlicher. Ja. Du lässt dich ja wohl nicht von der Doris besiegen. Die Doris? Die Doris? So? Ja. Hm. Oh. Das heißt, mit Morlord erstmal Schutzschild versuchen. Ja. Und? Du auch hier wieder, du hast keine Ahnung, ob sie wirklich das Gleiche nochmal macht. Hm. Ist halt glücksabhängig. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer random ist oder ob die so ein Muster hat. Von wegen, am ersten Mal macht sie das, beim zweiten Mal macht sie das. Das wäre auch seltsam. Schon. Gucken wir mal. Aber du hast sehr coole Pokémon. Mhm. Lass mich raten. Du bekommst hier garantiert nicht Regentanz als TM. So. Tipo. Fließ Eisstrahl. Danke. Mhm. Und danke. Sehr schön. So, Step Donner. Der auch trifft. Weh. Ja. Wow. Das ist mehr als erwartet habe, gerade ehrlich. Ja, nett. Probier's doch mal. Die Sache ist, machen die das nochmal? Das ist eine gute Frage. Nein, sie wechseln. Okay. Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Ja, ich merke schon. Ja. Gut, du kannst immer darauf hoffen, dass es daneben geht, aber... Ja. Okay, interessant. Kannst du dich aber da schon mal drauf einstellen. Mhm. Ja gut, dann kann ich das auch abbrechen. Mhm. Man muss halt echt immer gucken. Ich finde, so eine Strategie, sich zurechtzulegen, wenn man nur die Movesets sieht, ist halt echt schwierig. Ja. Oder auch nur, wenn du die Pokémon siehst. Weiß ja nicht, was die KI machen will, ne? Ja. Deswegen, selbst wenn du dein Gegnerteam quasi siehst, ist es ja schon schwierig zu sagen, okay, welche Pokémon nehme ich mit, wie mache ich das, super online oder so. Mhm. Und selbst hier mit den Movesets ist es unvorhersehbar teilweise. Sehr unvorhersehbar. Manchmal kannst du es ja ahnen, wenn du dann siehst, okay, der eine kann Explosion, der andere kann Schutzschild, könnte... Sicher explodiert der eine und jagt alle in die Luft. Der Tengulist wollte ja nicht. Ich sagte, der wäre in Runde 2 explodiert. Ich habe ihn nicht gelassen. Nö. Warum auch? Ah, was hätte dir das gebracht? Dann hättest du da nochmal das Schutzschild machen müssen. Und Groudon wäre trotzdem noch da gewesen. Und ich konnte vor allem auch nicht absehen, wer von beiden jetzt, wen von beiden er mit Mogelieb angreift. Weil er hat in beiden Runden immer ein anderes. Ja. So, Runde 1 geht auf Morlord. Ja. Hoffentlich. Morlord. Schutzlord. Der Schutzlord. Jo. Na, Mega Morlord. Wie sieht der denn dann aus? Einfach noch ein größerer Flatschen? Ehrlich gesagt hätte ich bei Morlord sogar überhaupt keine Idee. Bei vielen Pokémon kannst du einfach Stuff dran packen und das würde irgendwie funktionieren. Mhm. Landtouren zum Beispiel, mehr Flossen, ich habe keine Ahnung was. Aber bei Morlord? Es ist so... Ich weiß es nicht. Landtour schützt sich selbst. Landtour schützt sich immer noch. Ja. Und Erdbeben! Aber ist das bei diesen letzten paar CDs echt nur Wechseln von Schutzschild? Das ist irgendwie nicht schwer. Nein. Das ist schon fast ein bisschen lame. Da fand ich jetzt den... Latios-Kampf sehr viel schlimmer. Ich glaube, das war wahrscheinlich der schlimmste von allen. Vermutlich. Joa, Schutzschild und Donner. Ja. Ich glaube, was sagt Praktibert dazu? Use Protect? Ja. Echt? Ja. Einfach nur allgemein Use Protect oder auch dieser Wechsel? Da steht halt, du sollst gucken, wer angegriffen wird und dann dementsprechend Protect benutzen. Joa. Das war easy. Aber wir haben alle Kampf-CDs geschafft. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und alle Bingo-Karten. Ja. Nice. Hat ja nur Ewigkeiten gedauert, aber ich fand das sehr cool. Mhm. Was war deine liebste Kampf-CD? Die mit den Fossili natürlich!
Also ich fand das Metronom-Battle super. Das war witzig, ja. Es gab viele coole Kampf-CDs, aber Metronom fand ich echt witzig. Ah, ein Sonderpreis auch noch. Okay. Wenn du noch irgendwas kaufen willst. Noch ein Wahlband. Das ist zwar nichts, aber egal. Ich können wir mal kurz gucken, was es noch so für Belohnungen gibt, die man sich holen könnte. Also ich weiß, klar, diese Schnaller-TMs, Flammen. Scoblins oder Sägesang? Mhm. Also es gab sowas, klar, Flammenwurf, Donnerblitz und so weiter. Dann gab es einige Beeren, sowas wie Salka-Beere, glaube ich. Die sind ja nur einmalig, die bringen uns ja nichts. Außerdem haben wir, glaube ich, jetzt auch ein paar. Bringen uns eigentlich die TMs noch irgendwas auf unseren Pokémon? Flammenwurf? Für wen? Ja eben, Nina hat eh das Wahlband, die könnte das ja vielleicht noch lernen. Donnerblitz, Eisstreif, Psychokinese, Spukball, das haben ja alle schon. Ja. Also ich glaube ganz ehrlich, die ganzen TMs und auch die Beeren, weiß nicht. Die Kampf-Items allerhöchstens. Ja, aber da es hier nur Wahlband gibt und keine Specs oder so, ja, kannst du mal gucken. Ich glaube, es gab noch Sägesang und es gab noch die Scope-Linse, meine ich. Aktuell haben wir uns hier alle diese Booster-Items quasi. Ja. So, sonst war welche? Die Boost, so, Kingstein, Fokusband, Flinkklaue. Also die hier können uns zwei Stück zumindest noch holen. Also Mentalkraut und Schluckkraut glaube ich eher nicht. Nee. Flinkklaue und Fokusband ist zu random. Scope-Linse und Sägesang dann einfach. Machen Blendpuder und Kingstein irgendwie das gleiche. Senkt Genauigkeit und kann Gegner flinchen. So war das. Die Sache ist, wem willst du dann sein Item dafür wegnehmen? Jemand, der gut angreifen kann, würde ich sagen, für die Scope-Linse. Der auch gut Schaden macht. Ja. Die Sache ist, Mina hat das Wahlband. Sägesang lohnt sich halt nur bei jemandem, der wirklich viel aushält. Das wäre, wenn dann Eiser war. Dann müsstest du ihm den Krümmlöffel mit wegnehmen. Jo. Oder Uraraka. Oder Uraraka, weil sie halt viel KP hat, die sie wieder heilen kann. Und kann auch gut austeilen mit dem Eisstrahl. Ja. Also dann da quasi. Weil du hast sogar noch ein bisschen bessere Verteidigung. Wobei, habe ich ihm schon die Überreste gegeben? Oh ja, habe ich sogar. Ja. Dann würde ich sagen, Sägesang für Valreiser. Mhm. Die Scope-Linse. Tsuyu? Oder. Wenn sie schon so guten Angriff hat, einfach noch weiter boosten. Wundersat, wofür? Für Zauberblatt? Das stimmt auch wieder. Ich hätte sonst gesagt, vielleicht Eiser war, weil mit Erdbeben trifft er zwei, wenn er potenziell zweimal die Chance hat, einen Volltreffer zu landen. Das sind die Überreste so gut, weil er so defensiv ist. Hätte ich gesagt. Wir können auf jeden Fall schon mal die Scope-Linse einmal holen. Mhm. Nein. Also, ja. Und also weiter tauschen. Und das Sägesang. Ja. Das Sägesang, der Sägesang. Eigentlich der Sägesang, weil es ja der Gesang. Ja. Theoretisch. Wir haben sogar noch 6 Sonderbonbons. Ja. Zauberasche war auch noch. Ja. Belebt und erfrischt alle besiegten Pokémon. Mhm. Benutzen. Die Sache ist, im Kolosseum Aura kannst du keine Items benutzen. Nee. So, dementsprechend. Scope-Linse für Tsuyu. Hm? Und Sägesang für Uraraka. Ja. Dann wollen wir jetzt noch ein paar Pokémon erlösen gehen. Aber dafür sind, glaube ich, noch nicht alle komplett fertig. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Da sind so viele im PC, du kannst erstmal die erlösen. Haben wir das nicht schon alles gemacht? Oder? Ach ja. Wir haben schon alle erlöst. Oh. Übrigens, Butalanda liegt nur da, weil er nicht mehr in die andere Box passt. Ich kann ja mal gucken. Moment. Aber heißt das, ich darf das Lösungsbuch jetzt zumachen, weil wir keine Tipps mehr brauchen von Praktibert? Maybe. Oh nein! Es tut mir leid. So, einmal kurz hier alle ablegen. Und dann nehmen wir die mal mit und gucken, ob ich mit Essenzen vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Ja. Das heißt, wir haben echt dann nur noch Lugia. Ja. Die Sache ist, wenn die auch erlöst sind, können wir noch eine zweite Box aufmachen. Mit den ganzen, die noch im Kryptorbis drin sind, ne? Oder die einfach in die Box da reinlegen. Ja. Damit Ida und Deko nicht so alleine sind. So. Zack, zack. Ich hoffe, ihr habt genug Essenzen für alles. Wahrscheinlich nicht. Nö. Aber könntest du mir das schon mal ein bisschen anfangen? Die ganzen Phrenos-Pokémon erstmal massieren. Ja. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Das will ich mir jetzt mal angucken. Pantimos. Das kann ich mir sogar noch vorstellen. Bei Lavados wird es ein bisschen kritisch. Ein bisschen heiß. Ja? Pantimos ist glücklich. Ich wollte nicht auf den PC. Ich wollte gucken. Das wird dir doch eh angezeigt, wenn er dann wirklich fertig ist. Wie viel er hat. Und wie viel das jetzt abzieht.
Ach so. Ansonsten musst du, glaube ich, einfach ein bisschen warten. Ich glaube, es geht vielleicht sogar schneller, als die Essenzen zu nehmen. Dann was machen? Warten. Ah. Weil gerade so bei den Legis, glaube ich, könnte das echt lange dauern. Also, wie viel hat das jetzt gebracht? Pff, nichts. Das war die beste. Dann schieb sie da gleich wieder rein. Ja. Wir können Rizeros noch alles reindrücken, damit er auch ungefähr genauso weit ist wie die anderen. Ja. Dann kannst du, glaube ich, noch die zwei oder so erlösen, die da noch sind. Wobei, eigentlich kannst du einfach warten. Ja, wir können warten, bis alle fertig sind. Prinzipiell? Ich überlege gerade. Mhm. Wir haben ja jetzt alle Kryptos. Ne? Naja, bis auf das eine fehlende, ne? Aber das müsste ja nochmal irgendwann auftauchen. Ja. Da haben wir noch keine Anhaltspunkte bekommen. So ein komischer Kugelkopf hat die ja Grant geklaut. Genau, ja. Grant hat's geklaut. Ja. Aber wir müssen jetzt quasi noch das letzte Krypto fangen und dann zum Kolosseum Aura. Heißt, wir müssen sowieso vorher trainieren. Mhm. Und während des Trainings sind die dann auch sowieso alle fertig. Das dauert doch 100 Jahre. Auch wieder wahr. Wenn ich bedenke, dass mich 5 Level pro Pokémon irgendwie 2 Stunden gekostet haben und ich muss noch 15 pro Pokémon. Na gut, dann wieder zurück. Ja, du hast es versucht. Nein, nicht Lugia. Ich wollte gerade sagen. Lugia müssen wir auch noch erlösen. Da bist du nicht. Was hast du denn drin? Hier? Hättest du auch bei Jurob reinpacken können. Eigentlich schon, ja. Wow, wir haben 4 von den kleinen Essenzen reingedrückt. Warum ist Zapdos jetzt eigentlich im Normalforum drin? Weil ein Flug-Pokémon drin ist. Ah! Okay. Was, glaube ich, ein. Sei scheißegal, wo du warst. So, hier. Töte das Paras. Was? So bin ich rausgegangen! Jan ist verwirrt. Ah! Er verletzt sich selbst vor Verwirrung. Ich sehe das schon. Wait, du musst ins Normalforum sehen. Das sag ich doch! Und da das Europe. So. You did it. Yay! Ich muss meine Pokémon wieder mitnehmen. Wäre gut, ja. Nee. Bruder Lana denkt sich so. Hallo? Ich bin auch hier. Ja. Na gut, dann. Heißt es für den nächsten Part dann erstmal trainieren. Yay! Irgendwas Cooles auf der Box, was ich mitnehmen darf. Ein Fokusband. Hättest du ja auch teuer kaufen können. Ja, kann manchmal K.O. verhindern. Immerhin zu. Wenn es halt ein Fokusgurt wäre, okay. Ich glaube, das Fokusband wirkt zu 10%. Aber Fokus, und zwar immer. Fokusgurt wirkt doch nur, wenn du volle KP hast. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich da so viel Nutzen von hättest hier. Mhm. Wenn es halt immer wirken würde. Okay. So. Ja. Ich habe sogar 2 AP Plus wieder bekommen. Ja. Na gut, dann bin ich eigentlich hier schon perfekt, um dann fürs nächste Mal ein bisschen zu trainieren. Klingt gut. Yay! Oder so? Na gut, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.